Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück diese Woche hier bei Die Sims 4. So, nur damit ihr euch nicht wundert, ich habe mir einen neuen Bildschirm besorgt und tanzen. Wie wär's, wenn du dich um Alina kümmerst? Hier, die stinkt ein bisschen. Schmutzige Windeln wechseln. Genau, mit Flasche füttern und liebkosen, denn Tim kann nicht viel machen, als mit ihr reden und angurren. Mehr bringt er leider nicht zustande. So, Donnerstag. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich gemacht? Ja, die hast du erledigt. Abgeschlossen. Ja, Dreier Grundschüler. Wieso schaffen wir es nicht, dass du besser wirst in der Schule? Na gut, gut. So, warte mal. Die besten Möglichkeiten, um die Schulleistung zu verbessern, sind gut gelaunt zur Schule zu gehen, Hausaufgaben erledigen, gute Beziehungen mit Mitschülern unterhalten. Okay, das machen wir doch. Oder? Hier, wir haben Lena, wir haben Alina, wir haben Aaron. Wow, wir haben Dominik. Vielleicht sollten wir uns da mal mit Kevin unterhalten, mit Lena, mit Alina. Heißt nicht unsere auch Alina? Tatsächlich. Mit Aaron, mit Nadine, mit Gina, mit Christian, mit Sandy. Wir sollten mit denen und mit. Wir sollten uns alle mit denen anfreunden. Hey, warte mal, was machst du denn? Zur Arbeit gehen? Nein! Oh, ja! Shit! Okay, meine Liebe, dann mach du das mal. Füttern. An die Brust nehmen. Was machst du denn jetzt? Dann geh mal zur Arbeit hier, wenn du zur Arbeit gehen musst. Hier, Arbeit, zur Arbeit gehen bitte. Du gehst zur Schule. Das finde ich gut. Das finde ich gut, genau. Zur kurzen Erklärung, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft. Der kann, also der unterstützt 4K. Meine Grafikkarte unterstützt ebenfalls auch 4K. Zwar nicht in allen Spielen die optimalen Einstellungen, aber hier in Sims ausnahmsweise schon. Habe das alles natürlich umgestellt und nehme jetzt auch in 4K auf. Ich hoffe, das funktioniert auch alles einwandfrei, aber normalerweise schon. Weil ich habe ja sonst eigentlich nichts geändert. So, Freundschaften schließen. Genau, mach das mal. Was machst du? Du machst mit Kollegen Kontakte knüpfen. Dann brauchen wir auch unbedingt wieder mal hier. Was machst du denn eigentlich? Die kleine pennt. Sag mal, steckst du da fest oder was? Klospeicher leeren. Ich glaube, du steckst da fest. Gehst du mal dahin? Ja, genau, okay. Warum auch immer du jetzt da hinten festgesteckt hast, wieso geht das jetzt nicht? Das geht wieder nur im Baumodus oder was? Schau mal, deine Kiddies. Achso, warte mal. Wir haben ja eigentlich. Ja, das geht nur im Baumhausus. Okay. Genau, wir wollten eigentlich die Katze altern lassen. Teile plündern. Tim hat Patrick in der Schule getroffen. Wieso triffst du eigentlich immer noch so viele Kids? Wegwerfen. Altmetallteile. Also ich habe gerade keine Ahnung. Warte mal. Urlaubstage. Urlaubstage sind bald gezählt. Haben wir hier nicht eigentlich irgendwo... Achso, warte mal. Das musstest du ja in deinem Inventar halten, gell? Da. Was ist mit der Mütze? Katzen. Achso, das ist ein Katzenstab. Stricken in Welt platzieren. Mützen stricken. Aufrippeln. Hä, warte mal. Stricken. Ah, Strickobjekt fortführen. Das können wir natürlich gerne machen. Oh, warte. Deine Kleine ist wach. Die hat Hunger. Der Besuch des Direks. Oh, der Direktor stattet der Klasse von Tim heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Tim sich entschieden, ihn mit irgendetwas zu beschießen. Das soll
das Kind, soll er das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Bitten aufzuhören. So, Tim kritzelt eine Notiz und gibt sie dem Kind. Hör auf oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Tim. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und landet vor den Füßen der Lehrerin. Verärgert schickt die Lehrerin sie beide auf den Flur. Toll. Was kann ich denn dafür? So, warte mal. Du kannst hier die Flasche geben, bitte. Immerhin haben wir ja Hunger. Tim hat Annetta in der Schule getroffen. Oh, wir haben ja bald so viele Kids hier. Wir kommen ja da gar nicht. Oh, wütend. Ja, ich wäre auch wütend. Ich wäre genauso wütend. Wieso hast du dich schon wieder angeschissen? Alter! So, liebkosen. Oh. Buhu, buhu, buhu. Und liebhaben. Ganz viel auch. Ganz viel liebhaben. Aha, du hast dich jetzt auch angekackt. Schmutzige Windeln wechseln. Das müssen wir natürlich alles machen. Alles. So, liebkosen. Ach du Scheiße. Ja, wir kommen hier nicht weit. Warte mal, wir können hier noch einen Schaukelstuhl, normalerweise Schaukelstuhl. Warte mal, Objekt filtern, Packs. Genau. Einen Schaukelstuhl, ist das der Beste? Komfort 3, Komfort 3. Okay, die haben alle Komfort 3. Also der ist bloß mit Lehne. Wir nehmen den einfach mit Lehne. Der gefällt mir jetzt gerade. So, dann kann ich da hinstellen. Weil dann kann ich nämlich hier oben normalerweise auch gleich weiter stricken. Stricken, fortsetzen. Die Bärenmütze. Schau, dem Hund geht's auch ganz gut. Cole Russo. Okay, der Alina geht schon wieder ganz gut. Da Janet noch nicht. Okay, jetzt geht es ihr auch ganz gut. Okay, es geht beiden Kids ganz gut. Das ist super. Ja, oh, buhuhu. Buhuhu. Das ist so lustig. Ja, du Buhu. Was haben wir hier eigentlich? Wann haben wir hier eigentlich Weihnachten? Weil diese Folge, oh, wir haben hier, es dauert noch ein bisschen, bis wir Winterfest. Toll. Okay, es dauert wirklich noch ein bisschen, bis wir hier das Winterfest erreichen. Weil im Real Life haben wir heute schon Heiligabend. Am Abend dann. Und jo. Oh. Okay, Schatzi, ich leg dich jetzt wieder ins Bettchen, genau. Was möchtest du denn? Pool von mindestens 1. Wieso kann ich. Hä, schaukeln? Kann ich da nicht schaukeln? Geht das nicht? So, kann ich da jetzt nicht stricken oder was? Wo jedoch geht. Sehr schön. Wie schaut denn das jetzt aus, genau? Ja, ha! Brianna kann jetzt Socken stricken. Eine Socke ist etwas, das du am Fuß tragen kannst, mit oder ohne Schuhe. Wie entzückend. Toll. Oh, wir haben die Mütze fertig. Sehr schön. Mütze stricken, Socken stricken. Dann werden wir mal Socken stricken. Freigeschaltet. Für Kinder, Teenager, okay. Warte mal. Für Kinder, Teenager. Das ist alles für Kinder, Teenager, gell? Was nehmen wir denn für Socken? Rotbraune Kniestrümpfe. Sneakersocken, Waschbär, Alter. Wie geil sind denn die Socken? Grautürkise Socken. Das werden wir jetzt mal machen.
sie im Inventar von Brianna Russo noch, um ihre neue Kreation zu betrachten. Hier, wir haben die neue. Auf Plopsby anbieten. Das Objekt wird auf dem Online-Marktplatz Plopsby zum Verkauf angeboten. Für wohltätige Zwecke spenden. Ja, das Ganze wieder auftragen, verschenken, zu Kleiderschrank hinzufügen. Okay. Du bist noch ein bisschen Botschafterin, gell? Aber es macht nichts. Du wirst immer besser. Hier, Strickerfolg, wann ein Strickprojekt fertiggestellt hat. Strickprojekt abgeschlossen. Eine Kombination aus Geduld, Leidenschaft und Ausdauer hat diesen Moment möglich gemacht. Mhm, okay, was macht der Sessel? Tröstliches Schaukeln, wegen Schaukeln in einem Schaukelstuhl. In einem Schaukelstuhl wird die Sicht auf die Welt klarer. Die Gedanken fließen langsamer und das sanfte Schaukeln beruhigt die Seele. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen Schaukelstuhl anlachen. So, wie schauen wir denn hier aus? Wann kommst du denn nach Hause? Um 15 Uhr, glaube ich. Ja, 15 Uhr. Wann kommst du nach Hause? 15 Uhr. Alter, du bist voll gelangweilt. Insider. Internet durchsuchen. Dann durchsuchen wir das Internet. Rechtsvertretung anbieten. Und du bist schon auf Level 10, gell? Plus 9. Oh, geil. Was hattest du? Plus 6. Okay, er verdient ja eh schon voll viel eigentlich, gell? Pah! Voll viel. Aha. Grau-türkise Socken. Enthalten die Farben blau, altrosa, keine Ahnung, goldgelb, rosarot oder pink. Ein helles Pink und dann kommt Türkis. Sehr gut. Grau ist überhaupt nicht da. Neugierig auf Gruppen. Genau, du möchtest unbedingt dann mal deine Gruppenversammlung wieder neu starten. Was wir hier auf alle Fälle machen müssen, ist, schau mal hier, du kannst... Oh, Patrick! Kahananui. Okay, der lebt eher auf der Insel. Patrick Cho. Anetta. Ich glaube, schau mal, du hast dich eh schon mit Dominik ein bisschen... Näher kennen, Strickenprojekt abgeschlossen. Echt so schnell geht das? Echt jetzt? Okay. Okay, warte mal, Stricken. Ey, Socken? Level 2, Preis 20 Simoleons. Was kann ich auf Popsby anbieten? Warte mal. Ich werde jetzt hier mal gucken. Karriere, Vampirgeheimnisse, Universität, bla bla bla. Bestellung verbessern. Verbessern? ECC-RAM. Vermindert das Risiko, dass. Okay. Energieeffizientes. Bestellung, soziales Netzwerk. Okay. Gott, nee, warte mal. Das wollte ich jetzt gar nicht anklicken. Haushalt. Mini verkaufen. Nee, ganz sicher nicht. Urlaub fahren, ehrenamtliche adoptieren. Okay. Wieso kann ich Mini verkaufen, aber Cole nicht? Die Verantwortung von Tim, was reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus? Nice. Web. Recherchieren, lustige Dinge. Hä, kann ich da nicht in Teile recyceln? Karriere, Job suchen, Universität, Spiel spielen. Okay, das geht irgendwie nicht. So, das heißt, du kommst jetzt gerade nach Hause, gell? Gut, wenn du jetzt nach Hause kommst, kannst du ja mal Sandy, schon Sandy, verspielte SMS schicken. Und einladen auf aktuellem Grundstück zu spielen. Das können wir dann nämlich auch gerne machen. Verwenden. Und du bist kokett. Du möchtest mit Brianna in die Wolken schauen. Und Brianna macht aber gerade ein Nickerchen. Okay. Meine, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Dominic Roswell angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Findest du? Sandy wird gleich da sein.
Weißt du, was du jetzt machen wirst? Du wirst doch erstmal aufs Klo gehen. Aufs Klo gehen, bitte. Any Demise? Ah, from. Wow. So, und dann wirst du dich um Alina kümmern. So, liebkosen dann nochmal extra. So, du bist jetzt hoffentlich hier bald mal fertig. Hände waschen. Ich glaube, das sollten wir dann auch. Oh, schau, da haben wir Alina. Sandy, meine ich. Hier. Puppentheater aufführen, führen, Puppentheater ansehen. Was macht denn Sandy? Hausaufgaben beenden. Toll, wieso spielst du damit? Sag mal, kann ich nicht irgendwie mit ihr zusammen Hausaufgaben machen? Geht das nicht? Und Tipps. Oh, scheiße. Das ist ein Tipps, ja. Void-Kreaturen tauschen, Wolkenschein, Fantasy, Abenteuer spielen. Über Lieblingstier reden. Susul. Kennenlernen, alles Mögliche. So, mal gucken. Bisher haben sich noch keine Gefühle entwickelt. Verbringt ein wenig gemeinsame Zeit und wartet ab. Okay. Das machen wir jetzt natürlich. Level 8 der sozialen Fähigkeit haben wir erreicht. Wunderbar. Hier. Kennenlernen, nach Tag fragen, alles Mögliche. Aber wir können Gruppen aus Gruppe ausdringen, Gruppenversammlung rauswerfen, reden über. Über die Gruppe Piratenkids reden. Mal gucken, was sie dazu sagt. Sie ist selbstsicher, okay. So. Lektion unberechenbar. Tim ist unberechenbar. Diese Sims durchleben eine vollkommen unvorhersehbare Achterbahn der Gefühle. Okay, unter der Leitung von Tim Russo wird die Gruppe Piratenkids immer besser. Echt cool. Danke. Komm, mach doch mal mit hier Hausaufgaben. So, lieber Papa, du kannst ja auch hier eine Ding machen, während ich hier Hausaufgaben mache. Also, nee, wenn du das jetzt machst, dann mache ich meine Hausaufgaben nicht fertig, gell? Alter, blindwütig. Weißt du was? Wir warten jetzt noch ab. Du kannst jetzt erstmal hier mit Cole eine Runde Gassi gehen, bitte. Was machst du da? Nix, okay. Tierpfleger. Spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Bis dahin sollte ich eigentlich die Hausaufgaben fertig haben. Oh, wo ist Sandy hin? Ah, wo ist Sandy? Janet Russo. Oje. Warte. Mit Flasche füttern, Windeln wechseln. Keine Ahnung, das war es eigentlich überhaupt nicht alles, gell? Hausaufgaben fertig. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, du kannst jetzt hier dein Ding noch fertig machen. Öffnen. Zwei übrig. Ein Gericht nehmen, Portion nehmen, ein Gericht nehmen. Du brauchst nicht wütend sein, Junge. So, liebe Sandy, magst du auch was essen? So, du brauchst auch hier Reste nehmen. Miau. Es wäre halt irgendwie nice, wenn du mal älter werden würdest, gell? Habe ich jetzt eigentlich. Haben wir jetzt eigentlich noch solche Süßigkeiten? Nee, ich glaube nicht, gell? Aktionen? Sim-Profil löschen? Leckerchen geben? Mehr Auswahl. Streicheln? Tierpflege hochheben. Okay, was geht mit dir? Du magst scheinbar keine Katzen. Oh.
Die Katze mag dich auch nicht. Du fluchst auch rum, Alter. Da geht's wieder runter. So, hier, der Hund soll dann bitte hier mal sein Geschäft erledigen. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Ja. Ja, Cole, bitte mach dein Geschäft fertig. Lulu machen, Kaka machen. Er geht dabei ein bisschen Fußball spielen. Komm schon. Wie, mehr brauchst du nicht? So, Anleihen. Und dann gehen wir bitte nach Hause. Unwohl. Oh, ist ein Tierhaufen getreten. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gell? Ich dachte mir nämlich so, was ist das für ein grünes Ding da am Boden? Toll. So, du hast dich hier manierlich verhalten. Wo ist denn Sandy hin? Oh, El Kibo, hallo El Kibo. Freundlich. Oh ja, genau. Hey Brianna. Wir kennen uns nicht, aber ein befreundeter Sim hat mir erzählt, wie toll du bist. Der Sim traut sich allerdings nicht, dich um ein Date zu bitten. Also versuche ich, euch zu verkuppeln. Hast du Lust auf ein Blind Date? Nein, danke. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, verdammt! Echt jetzt? Wieso fühlst du dich unwohl? Kann ich nicht hier bitten, sich dem Haushalt anzuschließen? Kann ich nicht Elternteil aufmuntern? Oh ja, das muss ich unbedingt machen. Wohnungsschlüssel geben. Lustig. Bist du eigentlich da? Okay, du bist bald zu Hause. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Das mit Tim hat natürlich irgendwie nicht so ganz hingehauen, leider. Leider, Gottes. Geh schlafen. Ja, ich würde dann mal sagen, ich mache hier einen Cut. Hier kommt das Licht klein. Ausschalten, einschalten, ausschalten, dieses Licht. Einschalten, dieses Licht. Ist das kaputt? Weglegen, Spiel, gefühlvoll spielen, Inventar, Fabeln, Institut. Dieses Licht. Das ist... Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle, wie gesagt, einen schönen Heiligabend. Verbringt ihn mit euren Lieben und verbringt die Zeit angenehm und habt Spaß. Und ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge dieser Woche noch. Baba!